Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Ollis Radioshow hier auf O1, Ihrem Lokalsender für Oldenburg und umzu. Heute steht der Christopher Street Day 2008 im Mittelpunkt der Sendung. Zu Gast sind Volker Beck von den Grünen und Dr. Philipp Rösler von der FDP. Außerdem haben wir eine ganze Menge Preise verlost. 2 Anti-Zecken-Sets, einen Gutschein für einen kostenlosen Heizungscheck im Wert von ca. 100 Euro und ein T-Shirt zum Selbstgestalten. Ob Sie vielleicht zu den Gewinnern gehören, das erfahren Sie am Ende der Sendung. Mein Name ist Oliver Rosenthal und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nach der Nacht der kleinen Künste ging es am Samstagmorgen um 11 Uhr dann auch schon bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schlossplatz weiter. Ein Kulturprogramm und viele Infostände lockten erste Besucher ins Zentrum Oldenburgs. Um 12:30 startete dann die große Demoparade im Bahnhofsviertel. Viele Organisationen, Gruppen und Vereine waren wieder mit einem Wagen oder einer Fußgruppe dabei. Bis 15 Uhr demonstrierten die Teilnehmer quer durch die Innenstadt. Die vielen Baustellen sorgten zwar immer wieder für Behinderungen, aber dennoch verlief die Veranstaltung ohne nennenswerte Zwischenfälle. Neu war in diesem Jahr der sogenannte Schilderwald. Auf jedem dieser Schilder war eine konkrete politische Forderung nach mehr Gleichstellung formuliert. Jeder Teilnehmer der Parade war aufgefordert, ein solches Schild zu tragen, um auf die Probleme der Betroffenen aufmerksam zu machen. Die Parade endete wieder auf dem Schlossplatz. Im Anschluss fand ein großes Kulturfest mit Bühnenprogramm statt. Neben dem Oberbürgermeister hielten auch die Ehrengäste des diesjährigen CSD, Volker Beck von den Grünen und Dr. Philipp Rösler von der FDP, eine Rede zur aktuellen Situation der Schwulen und Lesben in Deutschland. Der Christopher Street Day in Nordwest wird vom Lustverein organisiert. Lust ist die Abkürzung für Lesben- und Schwulentag. Pressesprecher André Eberlei zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Also ich bin erstmal sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Liegt auch am Wetter, das vorher schlecht angekündigt war und bisher ist es trocken geblieben. Was mich besonders freut, dass eben deutlich mehr Leute an der Parade teilgenommen haben. Wir haben eine Zahl von der Polizei bekommen, und zwar 3.500 Teilnehmer. Das waren im letzten Jahr nur 2.000. Es sind weniger Wagen gewesen, aber trotzdem mehr Teilnehmer. Das heißt also, es sind immer mehr Leute, die sich auf die Straße trauen und auch eben mit Forderungen hingehen möchten und das unterstützen. Selbst wenn sie nur feiern wollen, das gehört ja mit dazu. Und es waren halt weniger Leute am Straßenrand, es sind nur 6.500. Also wir kommen auf eine Zahl von 10.000, genau wie in den letzten Jahren. Das ist ja schön. Die Stimmung ist gut, das Kulturfest läuft gerade noch. Also ich bin momentan sehr zufrieden. Also die Organisation übernimmt ja der Lust e.V., also der Verein Lesben- und Schwulentag. Und der besteht momentan aus 15 Mitgliedern. Da wir aber ein offenes Plenum sind, kann auch jeder kommen, der daran teilnehmen möchte und mitorganisieren möchte. Aber es beschränkt sich erstmal auf einen Kreis von 15 Organisatoren plus dann jeweilige Helfer. Also das sind dann Leute aus der Szene, aus den einzelnen Vereinen, die angesprochen werden oder die sich auch freiwillig melden, um zu helfen, sei es Security-Dienste oder einfach auch das Catering machen, die Parade mit organisieren, das heißt also als Ordner fungieren. Erst in den frühen Abendstunden endete das Kulturfest vor dem Schloss. Feierwütige konnten dann noch in der Kulturetage auf der sogenannten Pride Night das Tanzbein schwingen. Der CSD Nordwest 2008, so schrill und bunt kann Oldenburg eben auch sein. Sie hören Ollis Radioshow, zweimal im Monat neu, hier auf Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Musik.